Hallihallo und willkommen zurück hier zum Let's Play Dragon's Crown mit mir, dem Leviathan 2. So, in diesem Part versuchen wir wieder, den antiken Drachen zu Fall zu bringen. Dazu brauchen wir zuerst mal neue Teammitglieder, weil die wir jetzt noch haben, die können wir vergessen. Also, was haben wir denn? Die meisten sind nicht so gut, aber ich sag jetzt mal, zwei Magier könnten vielleicht helfen. Das sind gute Damage-Dealer. Können leider noch nicht viel einstecken. Und die Annabelle mit Iron Will or Warpaint. Nehmen wir auch mal mit. Kostet halt Geld, aber das haben wir jetzt noch. Gut, dann raus. Und mitnehmen. Ah, Danny. Ja, aber ich nehme jetzt doch lieber Aro. Annabelle mit. Danny kommt mit, wenn wir es nicht schaffen und auf eine Quest gehen. Dann ist wieder Danny Time. Dann habe ich noch etwas. Die Ausrüstung müsste stimmen. Ja. Health Potion M. Viermal. Ja. Naja, wir werden herausfinden, wie es mir hilft. Genau, die Runen habe ich noch. Gut, aber die muss ich nicht jetzt kaufen. Extra Leben kann ich ja nicht mitnehmen. Zum antiken Drachen. Zumindest denke ich, es hat bisher nie funktioniert. So. Reveal Mystery Zone. It's the rune you needed. The three special runes react with each other and connect to the illusionary lands. Wünscht mir Glück. You step forth into the illusionary lands. The goddess's powers of resurrection cannot reach you here. No response. Das ist gut. Du darfst. Wir kriegen ja den Inhalt trotzdem. Ja. Noch irgendwas sonst? Nee, nur einen. Okay. Einen Knochenhaufen haben wir. Bitte hierhin. Ja, alle. Genau, und jetzt kann die Party losgehen. So. Wow! Ich bin schon tot. Ich konnte nichts machen, ich wurde einfach durch die Gegend geschleudert. Wenigstens bin ich nicht der Einzige, der schon gestorben ist. Aber ich habe noch Leben, die ich einsetzen kann. Autsch. Ich muss nur noch dazu kommen. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl bei den Wolken. Irgendwas hat mich getroffen. Oh, fuck. So, wieder Leben. Take cover. Okay. Jetzt erteilen. Gut, aber immerhin, ich habe noch ein Leben, meine Magier haben kein Leben mehr und meine Annabelle hat noch Leben. Ich würde sagen, es sieht düster aus, aber es könnte düster aussehen. Wenn es hier irgendeinen Trick gibt, den ich noch nicht verstanden habe, dann müsste man mir den erklären. Aber, naja. Ich glaube, das liegt nicht daran. Ja, am besten kommt ihr alle hier hin. Ich hasse den Computer.
ist der schwächer, wenn ich alleine hingehe. Ich glaube nicht, das Spiel ist darauf abgehört, dass man quasi mit seiner Party umherrennt. Tötet den Drachen, tötet das Mistding. Autsch, 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 autsch. Und all meine Freunde sind tot. Ich bin allein auf dieser Welt. Was wetten wir, der regeneriert denn auch seine Leben? Wo habe ich denn noch nicht den Holdout-Dagger? Autsch. Autsch. Das genau. Nein. Tot. Ah, jetzt ist das schwarze Skelett da. Jetzt kriege ich Probleme. Jetzt hört hier auf. Ich komme hier nicht weg, das schwarze Skelett. Möglichkeit. Ja, ist gut. Kostet es mich Geld? Ich weiß es gar nicht. Gibt auf jeden Fall. Search and Resurrection. Ach, ich habe genug Knochen. Ah, okay. Sell and quit. Das heißt, ich kann doch noch eine Quest abschließen bei der Gilde. Das wird mir ein Level abgeben plus ein Bonus. Bonus Skill Point. Das ist nicht schlecht, immerhin. You're back. Sasha. Genau, ja. Ja, ihr könnt es ja eigentlich selbst lesen, aber gut. Art by Shigatake. Hm, aber sieht gut aus. Aus ja, gut. Level up! Wow, ja, die geben extremst viel. Was ist das? Spores. Matching House Research and Necro has put in a automatic this dog likely. Aber ich war dort, ich habe nichts gesehen mit deinem gigantischen Schild. Das ist das Problem. Ich nehme es jetzt einfach mal. Es ist komisch. Ich habe 3 Skill Points. Kann ich da irgendwie die Deadly Boots verbessern? Wahrscheinlich nicht. Level 29 und ich brauche 3 Punkte. Was heißt, die kann ich... 2 könnte ich jetzt aufgeben, dann hätte ich die anderen noch für Level 29. Die Frage ist, was für ein Skill möchte ich denn? Impact Arrow. Mehr Pfeile. Das kostet 3. Rapid Fire. Und Power. Power Shot könnte ich erhöhen. Ja. Gut. Dann... zurück. Gut, ist jetzt ein bisschen wenig Zeit vergangen. Ich gehe jetzt einfach nochmal auf so eine Level-Up-Quest, könnte man sagen. Wie sieht's mit meiner Ausrüstung aus? Oh. Oh, das waren meine Heil-Items. Okay. Da habe ich sicher noch etwas Kleines da, oder? Das ich mitnehmen kann. Heal-Potions... Ja, da hat es auch noch einen Haufen Restock. Das geht.
Gut, wiederbeleben müssen wir, glaube ich, noch niemanden. Einfach hier Danny, Leslie und John. Alright. So, dann noch schnell die Ausrüstung alles reparieren lassen. Und dann gehen wir wieder in irgendeinen Random Dungeon. Ich glaube, ich mache das jetzt so lange, bis ich den Drachen getötet habe. Wenn das überhaupt... Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache es nicht ganz richtig. May I help you? What would you like? Alles wieder ganz, das wäre schön. Nein, ich hätte... Ich weiß nicht... Oh, Entschuldigung. Es kommt mir irgendwie so vor, als ob die Talismane, die ich habe, nichts machen. Obwohl, ja, ich bin nicht zu ihm gegangen, wo ich noch nicht alle Talismane hatte. Also von dem her gesehen wäre es auch möglich, dass er mich sonst einfach gerade direkt umbringt. Aber keine Ahnung. Und wir gehen ins Ancient Temple Ruins. Ah, das wäre... Na, da müssen wir... Können wir ja die Medusa machen. Many things lie within the ruins of the old Elysian Temple. Some quiescent, some fatherless. An ancient dragon spoken of in myths is said to destroy the Elysian civilization in one night. Gut. Hast du es, Erzähler? Schön. Mach mal von den kleinen Dingen. Nein, hier gibt es ja, glaube ich, keine, nichts, was mir auf einer Quest helfen könnte. Wobei, check Requests. Das sind Spinnensachen, die können, vielleicht finde ich hier Spinnen. Golems, Oilbears, Hellhound, ja. Also, ich weiß nicht, ob ich hier Höllenhunde finde, ich glaube nicht. Wenn ich zur Medusa gehe, vielleicht finde ich Spinnen. Dann könnte ich Spinnenseide sammeln. Das könnte doch helfen beim Level Up. Alles andere finde ich... Wow, da... Autsch, Bomben. Bist du schon tot? Ja, er ist schon tot. Gut, dann weiter. Hm, ja, Spider. Conan. Ich gehe da zur Gorgonin. Aus Spaß an der Freude. Oder aus Freude an dem Spaß. It seems to be a corpse. Oh, you don't say. Also Wespen könnte ich hier schon mal gut umbringen. Naja, wo Wespen... Die halten so viel aus. Außer wenn man am Boden nachgeht. Dann kippt man sie, glaube ich, One-Hit. Aber mal schauen. Jetzt ist man hier wieder weiter. Ach nee, die nicht. Nehmen wir die hier und gehen hier. Den musst du aufmachen. Eine Rune, eine weitere Rune. Eine Rune, eine Rune, eine weitere Rune. Das geht doch. Gorgonenblick. Nee. Oh, ein extra Life. Das ist... Ich glaube, ich werde es hier nicht brauchen, weil ich quasi 10 Level über dem bin, was ich hier haben müsste. Fast 10 Level. Aber, naja, ist besser als gar nichts. Oh, da ist schon der Boss. Ah, das geht so schnell bei ihr. Ja, dann hat sie ja nichts. To avoid suffering a stony face, you must not look into her eyes. Yeah. If you find the going difficult, consider ducking into a pool to recuperate. Laseraugen! Und tot sind meine Gefährten. Die haben, man merkt es beim Computer, die Level nicht so viel ausmachen, wie sie sollten.
Ach, ich bin schon wieder versteinert worden. Ja, das hat Schaden gemacht. Kann ich hier nicht irgendwie... Wow! Tja, da habe ich nicht auf meine Leben geschaut. Naja. Kann ja egal sein. Warum bewegt sich mein Charakter nicht mehr? Ach so, sie ist besiegt. Medusa turns to stone. A-Rank. Crumbles into dust. Auch schön. This act of vengeance should assuage some of the anger of those unfortunate souls that she petrified. Return to town. Ich könnte natürlich auch einfach weitermachen. Ich glaube, das würde weniger Probleme geben, aber... Was haben wir denn so? Wir haben einen A-Bogen und einen zweiten A-Bogen. Der hier könnte sogar noch gut genug sein fürs nächste Level. Und dann haben wir einen E-Bogen und D. Ich nehme den hier mal mit. Ich hätte ihn abreisen. Hier kannst du den noch schnell. Wow. Damage taken, max HP plus 8. Ja, das ist gut, den nehme ich. Den Rest kannst du haben. Ja, die Handschuhe. Nee, die Handschuhe kannst du auch haben. Das ist gut, das ist sehr gut. Dann brauche ich nur noch ein bisschen mehr Level, bis ich den Bogen auch einsetzen kann. Und dann könnte man da richtig viel Schaden raushauen. Soll ich jetzt noch ein Level machen gehen? Zeit dafür hätte ich. Noch ein bisschen. Geht ja nicht so lange. Meistens. Sie kommt mit. Er kommt mit. Sie kommt mit. Ich habe nicht. Ja, jetzt weiß ich, was ich noch kaufen gehen kann, wenn ich eh gerade noch normal. Ja, ich brauche eigentlich. Ja, viel Geld brauche ich ja in dem Sinne hoffentlich nicht mehr. Deshalb gehe ich jetzt mal noch die letzte Rune einkaufen. Dann könnte man vielleicht an manchen Orten noch. Did you see this rune? Ja, habe ich. Ist nicht das Problem. Oh, how can I help you? Bei Which one? Runestone D. Ja. Meteorite Scroll wäre auch schön, aber. Gut. So, dann haben wir auch den letzten Runenstein. Da müssen wir jetzt einfach irgendwie schauen, dass wir wieder ins Gerade kommen mit den Zahlen. Aber zuerst. Zuerst gehen wir wieder. Außer Rand und Band irgendwo Guamok laufen. Frage ist nur wo. Der Wald wäre gut, dann könnte ich eine Quest ziemlich sicher fertig machen. Underground Labyrinth. Diesmal offline, das ist auch nicht schlecht, da komme ich vielleicht die Spinnenseite. This underground labyrinth was created by the magician Wallace in a single night. It is said that the fearsome monsters are held captive in the depths of this hazardous, trap-filled maze. Das Einzige, was mich... ich hätte, wenn ich hier die, wenn ich hier die Pilzquest gehabt hätte, hätte ich anstatt da die andere... Kannst du da irgendwas auslösen? Nee. Schon gedacht. Ja, geht doch. Yay! It's raining money! Oh, I can do that. Passt doch. Einmal hier noch ein bisschen Geld. Und hier bitte auf. Yes. Und ich glaube, dann mache ich da die Zyklopen. Hier bitte die Truhe aufmachen. Da kommen, glaube ich, die Schleimerotoren. The trap was sprung and the door magically closed fast. Slime creatures are weak against fire. The torch on the wall could be used for great effect. Ich find's lustig, wie er es mir noch erklärt, obwohl ich es schon lange am Machen bin. Naja. Hätte auch nur sein.
You obtain a magic key to open the door. Könnte auch einfach hier bleiben und die Schleime niederschlagen, aber ich glaube nicht, dass das große Level geben würde. Bitte aufmachen. Noch mehr Magier. Keine Chance. Und das haben wir hier noch eine Bombe, oder? Genau. Ach, sie hat sie. Gut, von mir aus. Passt auch. Suddenly, a rodent darts out and he says that which path will you take? Wir gehen zu den Zyklopen. You learn that the labyrinth was built to contain the cyclopes. Pursue the magician with the key. They must be trying to open the door to the prison. Wo haben wir hier Feuer? Irgendwo muss Feuer sein. Ah, hier. Geister! Ghostbusters! Zombie! Ey. Und so geht man mit Knochen um. Schade war die Kombo im Dunkeln, aber ich glaube, wir haben gut als Team zusammengearbeitet. Ein Ambush! Ich glaube, im nächsten Part schalte ich die japanischen Stimmen ein. Kann ich das noch machen im Nachhinein? Ich glaube, das kann ich noch. Wir wissen. Schauen, was sie so auf hier, was da die japanische Synchro so ausspricht. Just for fun. Hey, da gibt's was. Purifies the undead. Das ist mächtig, wenn du die richtigen Gegner bei dir hast. Oder die falschen. WC. Autsch, Autsch, Autsch. Jetzt komm hier. Oh, I can do that. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Ritual, das hier abgehalten wurde, hat keinen positiven Ausgang genommen. Aber gut, hier. Der letzte, den ich mache, natürlich. Ah, nur Wind. Na, dafür hat sie hier was. Let's see. What? No, quit it. Wow, Skelette! Was ist eigentlich mit dem hier? Nur Deko, hm? Bury me appropriately. Der will begraben werden. Ich kann dich auch wiederbeleben, das ist nicht das Problem. Dann kannst du mitkommen und den zum antiken Drachen und dort sterben gehen. Dann hast du wenigstens vielleicht noch geholfen. Naja, wie auch immer. Hier bitte weiter. Wie auch immer. Ja, durch die Tür müsste ich auch noch durch, danke. Und hey, noch mehr Truhen. Oh Gott. Noch mehr Knochen. Autsch. So. Nehmen wir die Knochen. Gut. Yes. Gut, 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 gut. Ah, dort hätte es noch Ruhm gehabt. Oh, egal. Mir zumindest. Oh, hier, bitteschön. Ah, oh, nee, was gehen die Bomben nicht hoch? Hey, Golem! Schlammgolem. Hast dich neu geformt, nur um sterben zu können? Okay, wie auch immer. Nein, ich möchte jetzt hier einen Zauber auslösen. Ich hab gesagt, ich möchte hier einen Zauber auslösen.
Wieder das letzte von allem, was ich ausprobiere. Ich glaube, ich habe auch noch nicht das probiert. Danke. Extra Leben. Ich glaube, jetzt sind wir dann bald beim Boss. Ja? Ihr habt ja noch was zu essen. Ich soll euch nicht vergessen. Elende Skelette. Viel zu viele von euch hier. Und genau, gut. Dann hier bitte. Die haben auch nur rostige Schwerter. Wie können die so viel Schaden mit rostigen Schwertern machen? Ich habe so viel zu essen, während meine Kollegen es eher bräuchten. Aber die haben alle noch drei Leben außer der Zwerg. Das geht schon. The stolen key lying next to the crushed corpse of the magician. It's clear how he met his demise. Oh, the door is wide open. If you shut the door before the other side of these stampede, you may still have a chance to control the situation. Ach ja, das schließt automatisch. Das Tor bleibt zu. Und da haben wir schon einen weniger. Das ist ihre Angelegenheit. Ich bin nur hier, um sie zu bringen. Aber keine Spinnen. Das heißt keine Bonus. So. Das war einfach. You were able to lock and seal the Cyclopean's prison once again. Ricky, the magician's apprentice, is elated and gives you a handsome reward. Und was haben wir? Level up, genau. Das ist gut. Und was kriegen wir so als Spoiler? Schuhe, C-Rang, aber Level 29. Das habe ich nicht und das weiß ich nicht, ob ich das je haben werde. Der Bogen hier sieht anständig aus. Der aber auch. Aber ich habe jetzt schon einen guten. Und die anderen Sachen. Ja, ich brauche das Geld. Seine Quilt. Jetzt habe ich Level 28, kann den neuen Bogen ausrüsten. Mit dem neuen Bogen kann man dann lustige Spielchen spielen. Im Sinne von bessere Pfeile abfeuern. Aber gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part, wo ich dann den antiken Drachen wieder versuchen werde, fertig zu machen. Die Betonung liegt beim Versuch, ich kann es nicht garantieren. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, und hoffentlich schaltet ihr beim nächsten Mal auch wieder ein. Und in diesem Sinne, hoffentlich bis dann.